Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal waren wir im Sumpf unterwegs und haben uns Sumpfkraut von da geholt, denn das war ein Auftrag, den uns einer der Baals gegeben hatte. Und wir haben dann von einem der Novizen dort erfahren, dass es in neuen Lager jemanden gibt, der Sumpfkraut in großen Mengen abnimmt. Und ich habe mir das mal angeguckt in einer privaten Testaufnahme. Naja, privat, weil ich es halt nicht aufgenommen habe, deswegen. Ansonsten, ja, egal, wie auch immer. Und bin mal zu dem hingegangen, ja, und es stellte sich heraus, das aktuelle Sumpfkraut, was wir haben, diese, wo haben wir es denn? Moment. Hier müsste das ja irgendwo sein, diese 100 noch was. Ich habe ja auch so ein bisschen aufgesammelt. Da haben wir es doch, nee, ja, 108, genau. Die nimmt er nicht an. Ja, also die kann ich da nicht verkaufen, deswegen werde ich auch die gesamte Ladung jetzt zu Korkalom bringen, aber wofür er gut gewesen wäre. Wir hatten ja im neuen Lager den Auftrag, dass wir da die bereits gedrehten Joints verkaufen sollten und dann dem Baal 400 Erz geben sollten, beziehungsweise die Hälfte, denn wir haben ja 50-50 gemacht und wir sollten Lares die 400 Erz geben, die halt für den Verkauf draufgehen sollten oder reinkommen sollten. Ja, und es stellte sich heraus, wenn wir erst hier im Sumpflager waren und mit diesem Novizen geredet haben und er hat uns das dann erzählt, hier, da, der Typ, dem kannst du das verkaufen, dann hätten wir dem direkt die gesamte Ladung verkaufen können, 400 Erz. Ja, dadurch, dass wir die so vertickt haben, haben wir halt 500 Erz reingebekommen, also dass ich halt bei jedem einmal rumgegangen bin und gesagt habe, hier, willst du einen Stängel haben, und die haben mir dann immer 10 Erz gegeben. Von daher bin ich jetzt weiterhin hier und werde Korkalom die gesamte Ladung geben, da wir es eben nicht verkaufen können. Soll uns mehr oder weniger recht sein, denn dann können wir auch keinen Ärger kriegen, denke ich mal. So, hallo Korkalom. Ich bringe so die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Tja, was ich jetzt nicht nachgeschaut habe, ist, wie das jetzt mit den Crawler-Zangen läuft. Aber ich denke mal, ich werde die dem jetzt einfach verkaufen für Tränke. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Vielen Dank. Wir so sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ja. So, ja, ich habe keine Ahnung, was genau wir für Tränke bekommen haben. Ich vermute mal Elixier magischer Energie, Mana-Bonus 70 oder vielleicht auch ein, zwei Heiltränke. Aber ihr seht, das sind halt nur die Standard-Heiltränke. Es sind leider keine Tränke, die unseren maximalen Wert erhöhen. Die gibt es nämlich auch in dem Spiel. Aber die sind sehr selten, deswegen bekommen wir die da leider nicht. Na gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir haben das Kraut abgeliefert und vielleicht ja, sollten wir nochmal zu dem Baal zurückgehen. Denn wir haben zwar schon von ihm eine kleine Belohnung und ein Lob bekommen, dass wir den Sammler im Sumpf verteidigt haben. Aber unsere eigentliche Aufgabe war es ja, dass wir das Sumpfkraut dann tatsächlich auch abliefern. Also schauen wir einfach mal bei ihm vorbei und gucken uns an, was er zu sagen hat. Ich glaube, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ich will eigentlich immer so eine Abkürzung nehmen, aber dahin gibt es keine vernünftige. Außer vielleicht hier rum. Ja, was euch vielleicht sonst noch auffallen wird, sind zwei Dinge. Zum einen sollte das Spiel jetzt wesentlich flüssiger laufen als vorher. Also ich war nie so richtig zufrieden mit meinen Videos zu Gothic, weil das immer so ein bisschen geruckelt hat und nicht wirklich flüssig lief. Und was euch auffallen sollte, ist, dass das GUI kleiner ist. Also ihr seht, hier sind jetzt weniger Slots verfügbar. Und unten die Lebensleisten sind größer, die ganze Schrift ist größer und das Video ist nur in 720p verfügbar. Zumindest sollte es das sein. Vielleicht entscheide ich mich auch noch dazu, das einmal hoch zu skalieren auf 1080p für diejenigen, die es dringend haben wollen. Aber ich nehme es halt jetzt in 720p nativ auf. Ja, das ist nämlich eine Sache, die ich gemacht habe, denn meine Festplatte ist etwas zu langsam für eine Full-HD-Aufnahme. Ich werde mal schauen, dass ich mir eine vernünftige SSD zulege, die ich dann halt auch in entsprechende Geschwindigkeit hat. Ja, das ist jetzt vielleicht für diejenigen interessant, die so ein bisschen technikaffin sind. Und Moment, ich gehe erstmal zu dem Baal, wir können da gleich weiter drüber reden. Dann erzähle ich euch ein bisschen, was ich gemacht habe. Und Baal Orum, willst du nicht mit uns reden? Nein? Hast du ein Bett hier? Komm, wir legen uns einfach mal hin, damit es Tag wird, damit er uns vernünftig anreden kann.
so dumm, damit er auch genug Zeit hat, die Nachricht zu erfahren, dass wir das Kraut abgeliefert haben. Hallo. Ich habe Korkalom das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühe. Hier, nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Vielen Dank. Hallo, ja, wir haben eine Schriftrolle bekommen. Die werden wir noch sehr zu schätzen wissen. Und zwar haben wir... Ich gehe ja schon. Mein Gott, kein Stress. Ich bin ja schon weg. So, Schlaf haben wir bekommen. Mana kosten 3, so viel Mana haben wir sogar. Denn wir haben ja 7 Mana, stimmt. Wir haben ja einmal den Traumruf, war es, glaube ich, oder der Schwarze Weise. Auf jeden Fall eine Art Sumpfkraut geraucht, wodurch sich unser Mana permanent um 2 erhöht hat. Und das können wir jetzt nutzen. Denn wir haben ja noch einen weiteren Wal zu beeindrucken. Und uns wurde so zugetragen, hey, hier, der wäre bestimmt beeindruckt, wenn du ein bisschen Magie anwendest, wenn du zeigst, dass du das drauf hast. Aber so eine Windfaust ins Gesicht, ja, das gefällt ihm bestimmt nicht. Ich denke mal, dann wird er uns angreifen, wenn wir das machen. Aber wir können ja einen seiner Studenten in den Schlaf versetzen. Und das können wir jetzt, da wir den Schlafzauber bekommen haben. Ja, und ich habe eigentlich gedacht, wir würden den Schlafzauber von einem anderen Baal bekommen, nämlich von dem Baal, dem wir den Dusty gebracht haben. Deswegen war ich da kurz auch etwas verwirrt. Ich weiß nicht, ob man mir das angemerkt hat. Auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt einfach mal an und gucken, ob wir hier ihn beeindrucken können. Nämlich, wie heißt der hier? Baal Kadar. Das ist der letzte der Baals, den wir noch beeindrucken können. Ich speichere das mal eben zwischen. Moment, dumm, mache ich das einfach mal hier. Ich gebe dem auch mal einen vernünftigen Namen, weil nur Superfax, da weiß ich auch nie, wo ich da bin. Deswegen Sumpflager Balkadar. So, das ist ein vernünftiger Name. Denn falls der Zauber irgendwie fehlschlägt, das will ich ja nicht verschwenden. So, wir rüsten die Rolle einmal aus auf die 4. Und jetzt haben wir hier dieses Zaubermenü. Ihr seht, wir haben den Zauber angewählt. Das ist wie eine Waffe. Wir können halt die Waffe ziehen. Langsam, du hast gewonnen. Ja, ja. Wir können aber auch den Zauber ziehen. Wir können halt nicht beides gleichzeitig haben. Das zählt eben wie eine Waffe. Und ihr seht, durch den Schlafzauber fühlen die sich anscheinend nicht bedroht, was ziemlich gut ist. So, da unten rechts ist jetzt halt unsere Mana-Leiste zu sehen. Ich denke mal, alles ganz gut verständlich. Und wir wollen jetzt einfach mal hier einen Novizen anvisieren und den Zauber ausführen. Mana wurde verbraucht. Die Schriftrolle ist jetzt weg, denn die wird verbraucht. Und der Novize schläft ein. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Ah, das ist schön. Tja, was war denn das? Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Tja, wir können hier das Mana erhöhen, das möchte ich jetzt aber noch nicht machen. Deswegen gehen wir wieder zurück, aber wir können auch mit ihm handeln. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, was haben wir denn da? Ein Buch, die Blutfliegen, ja, das haben wir schon. Übersicht Sumpflager. Ja, es gibt für jedes Lager eigene Übersichtskarten. Wir haben ja bisher nur 2 Karten, und zwar die Karte der Kolonie, die nicht ganz komplett ist, und dann die Karte zur alten Mine. Und eigentlich brauche ich die Karten nicht, aber ich würde sagen, einfach um sie mal gezeigt zu haben, werde ich jetzt hier diese Karte zum Sumpflager kaufen. Und vielleicht haben wir hier noch andere schöne Sachen. Was haben wir denn da? Ring der Eisenhaut, Schutz vor Waffen 5. Das hätten wir mal in der Arena gebraucht. Was haben wir denn da noch? Ring der Geisteskraft, Schutz vor Magie. Ring der Holzhaut, Schutz vor Pfeilen 5. Flammenschutzring. Ja, schön. Und jede Menge Spruchrollen. Windfaust, Licht, Heilung und eine Windfaustrune. Tja, da kommen wir vielleicht später nochmal dahin. Aber wirklich viel mehr Interessantes hat er auch nicht. Er hat nicht mal wirklich Erz. Deswegen lohnt es sich auch nicht, die Waffe zu verkaufen. Moment, wir brauchen 40. Haben wir da eine vernünftige Waffe für? Moment, wir verkaufen mal hier die Nagelkeulen so ein bisschen.
Aha. Spitzhacken. Knüppel. Boah. Haben wir noch irgendwas Kleines, was wir eben verkaufen können? Hier bei den Verschiedenen, da ist doch bestimmt irgendwas dabei, oder? So ein Blutfliegenstachel ist zu viel, aber wir können ja wieder einen Knüppel wegnehmen. Zwei Knüppel wegnehmen. Dann sind wir genau auf 40. Ich würde sagen, das machen wir dann einfach mal. So, habe ich dich damit überzeugt? Gucken wir uns das mal an. Aktuelle Missionen. Aufnahme. Sumpflager. Nein, nicht das neue Lager. Zurück. So. Balkadar hält mich für einen gelehrigen Schüler. Ja, damit haben wir ihn auch überzeugt. Sehr schön. Das finde ich gut. So, schauen wir uns die Karte einmal genauer an. Was haben wir denn da? Übersicht Sumpflager. Ja, so sieht das Ganze aus. Da fehlt leider auch unser Charakter als Pfeil so ein bisschen. Wir sehen halt nur, wie das Sumpflager aufgebaut ist. Und man sieht schon, es ist ein bisschen verwirrend mit den ganzen Stegen und den Hütten. Aber so sieht das Ganze aus. Da oben auch schön die Tempelanlage eingezeichnet und das Innere des Tempels, den wir nicht betreten dürfen. Tja, und da unten geht's in den Sumpf. Der ist auch abgeschnitten. Tja, aber so sieht es aus im Sumpflager. Ich werde mal schnell noch gucken gehen. Wobei, nein, werde ich nicht. Ich wollte eigentlich gucken gehen, ob der Schmied hier ein bisschen Erz hat, aber ich habe das Eisen vom letzten Mal, das ich aus der Kiste geklaut habe, noch nicht in Waffen geschmiedet. Deswegen möchte ich das jetzt noch nicht verkaufen. Ja, was machen wir als nächstes? Denn wir haben hier alle Missionen soweit fertig. Wir haben das Rezept der Sekte, das müssen wir im alten Lager abgeben. Wasserträger für Lefty, Valoris Waffe und Lurker am Damm sind noch drei Missionen, um die wir uns im neuen Lager kümmern dürfen. Und ja, dann haben wir halt die Aufnahmen für die verschiedenen Lager. Und wir müssen noch dran denken, das Amulett von Neck abzugeben. Denn das gibt Erfahrung und ja, es ist zwar ganz schön, weil es Schutz vor Waffen gibt, aber wir werden auf jeden Fall noch andere Amulette finden und auch irgendwann bessere Rüstungen zur Verfügung haben, spätestens wenn wir uns einem der Lager anschließen. Deswegen würde ich das Amulett noch abgeben, bevor wir uns einem der Lager anschließen. Ja, deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt noch so viel Zeit, aber wenn ich jetzt rüber ins neue Lager laufen würde, es ist ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir überlegt, gehen wir einfach mal jetzt ein bisschen in die Wildnis und die jagen ein paar Tierchen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Action und das sollte eigentlich ganz cool sein. Dann kriegen wir noch ein bisschen Erfahrung rein und ist ganz cool. Ja, das ist halt auch, ich weiß nicht, ob man das als Grinden bezeichnen möchte, dass man durch die Wildnis läuft und dann die Tiere abmetzelt. Irgendwie, ich weiß nicht, es ist ja auch so ein bisschen die Welt erforschen und gucken, was ist denn da, und es ist ja auch nicht so, als würden dann neue Gegner nachspawnen. Also das tun sie, wenn man das Kapitel wechselt, dann kommen mehr Gegner dazu, das ist richtig. Aber so an sich gibt es halt nur eine begrenzte Anzahl insgesamt, auch über alle Kapitel verteilt. Von daher, da bräuchte man eine genaue Definition des Begriffs Grinden. Und ja, je nachdem, welche Definition man da verwendet, kann man das halt auch so bezeichnen oder nicht. Ich weiß nicht, ich finde es nicht als Grinden bezeichnen. So, wir kümmern uns erstmal hier um die Mole Rats. Die sind ja mittlerweile keine Herausforderung mehr für uns, aber sie geben schöne Erfahrung. Na? Sie haben uns sogar Schaden gemacht, unglaublich. Wo haben wir denn unsere Lebensenergie? Zwei Schaden, wow. Und sie geben uns schön Fleisch. Das können wir dann, oder das werde ich dann offscreen braten. Das müsst ihr euch nicht mit anschauen, denn das dauert ja auch ein, zwei Minuten und ist nicht so spannend. So, mal schauen, was wir hier in der Höhle drin finden. Ja, genau, was habe ich geändert? Also, ich hatte schon erzählt, meine Festplatte ist ein bisschen zu langsam. Die kann nur 130 Megabyte pro Sekunde schreiben. Und für eine Aufnahme in Full HD ist das ein bisschen wenig. Also 720p, also HD Ready, wie man das so bezeichnet, das sind ja diese Schlagwörter. Das kriege ich hin, das ist kein Problem. Dafür ist meine Festplatte schnell genug, da braucht man vielleicht 100 MB die Sekunde. Aber für 1080p braucht man eigentlich, ja, so 180 MB die Sekunde, 170 bis 180. Das habe ich halt nicht, noch nicht. Wie gesagt, ich werde mich mal drum kümmern, dass ich eine bessere Festplatte kriege. Oh nein, 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 nein. Ihr kämpft da oben bitte nicht gegeneinander. Das ist meine Erfahrung.
Lass die Scavenger in Ruhe. So. Scavenger, komm her. Ich kann sie nicht anvisieren. Ey, bleib stehen. Lass die Blutfliege. Nein, nein, nicht den Scavenger töten. Danke. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat die den Scavenger erledigt. Ich fasse es nicht. Ich habe die Erfahrung nicht bekommen für den. Und ich habe nicht gespeichert. Doch, ich habe gespeichert. Moment, Moment. Ich gehe nochmal eben zum Sumpflager Balkadar zurück. Ich weiß, das ist jetzt für euch vollkommen uninteressant, aber ich kann das Gespräch ja überspringen und dann ein bisschen erzählen. Jetzt habe ich keine Rückmeldung mehr von Gothic. Was ist los? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Okay, gut. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt noch wunderbar weiter, weil gerade eben hat sich das ein bisschen aufgehangen bei mir. Ich spiele einfach weiter und schaue danach, ob das so gelaufen ist. So, wir wählen nochmal den Schlafzauber aus. Dü-düm. Novize hier. Na, dann nehmen wir halt den. Schlaf mal bitte ein. Dankeschön. So, ja, hier kommen. Wir können Schläfermagie anwenden. Alles gut. Ich will die Tagebucheinträge für die Lehrer. Kann man vielleicht mal später noch gebrauchen. Dann würden wir gerne die Karte haben. Dafür gebe ich dir eine Stachelkeule und noch kleinere Waffen. Wie wäre es hier? Kommen Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke und eine Keule. Dann kommen wir genau hin. So. Tja, mein Freund, das war ich. So, und jetzt gehen wir wieder nach draußen. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Festplatte. Werde ich mich drum kümmern? Wohin laufe ich eigentlich? Dahin will ich. Hierhin will ich. Werde ich mich drum kümmern, dass ich das mal kriege? Ich weiß nicht, ob ich mir diesen Monat schon eine kaufen werde, denn die kosten ja auch ein bisschen was. So eine SSD, eine vernünftige, was weiß ich, mit 256 MB, ist zwar nicht mehr so teuer wie früher, aber es ist immerhin schon ein nettes Sümmchen Geld. Aber würde sich halt lohnen in meinen Augen. Und das ist halt die eine Sache, warum es so geruckelt hat. So, in Gothic kommt da aber noch eine weitere Sache hinzu, um die ich mich gekümmert habe jetzt mittlerweile. Denn das Spiel hat intern einen Frame-Limiter drin. Und zwar hat man auch so nicht mehr als 25 Frames die Sekunde maximal. Das geht halt einfach nicht, weil das das Spiel nicht zu. So, und ich gehe jetzt immer eben kurz direkt hoch zu den Scavengern und Blutfliegen, denn ich möchte nicht, dass die wieder Opfer werden. Genau, das lässt das Spiel halt einfach nicht zu. So, und wenn ich dann schon in der Aufnahme ein bisschen weniger Frames habe als sie, das ist halt irgendwie doof, ja. So, es gibt aber einen... So. Das hast du jetzt davon. Es gibt aber eine Möglichkeit, das zu umgehen, denn es gibt einen Mod, den ich mir jetzt installiert habe, mit dem man... Na, Scavenger, mit dem man den Frame Limiter eliminieren kann. Das heißt, der ist jetzt deaktiviert. Ich kann also die vollen Frames nutzen und wenn ich da gerade mal auf meine Frame-Anzeige gucke, die mir DxStory anzeigt, dann läuft das Spiel bei mir so, ja, zwischen. Also jetzt im Menü hier sind es 90 Frames die Sekunde. Und wenn ich rausgehe, dann sind das so 150. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das läuft richtig gut. In der Aufnahme natürlich nicht. Ich nehme nur mit 30 Frames die Sekunde auf, was meistens auch funktioniert. Manchmal geht es bis auf 26 runter, aber das ist immer noch akzeptabel. Ja, also das ist wesentlich besser als die 15 bis 20, mit denen ich vorher aufgenommen habe. Meistens nur 15. Das hat man halt gesehen, dass es dann so geruckelt hat. Und jetzt läuft das halt alles wesentlich flüssiger. Vor allem für mich läuft das unglaublich flüssig. Also es ist unglaublich cool, Gothic mal so flüssig zu sehen, weil das ist man halt einfach nicht gewohnt und es sieht damit nochmal ein ganzes Stück besser aus für mich. Für euch nicht so, weil ihr halt bei 30 Frames festhängt. Aber hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so einen großen Unterschied macht. Tja, und damit kann ich das jetzt vernünftig aufnehmen. Es gibt allerdings noch so ein, zwei kleine Haken. Also wenn ich in den Vollbild gehe, kriege ich so einen komischen Rahmen drumherum, der, wenn ich aufnehme, nicht zu sehen ist, aber ich sehe dann halt nichts. Also so ein Rahmen wie von einem Windows-Fenster. Ne? Der ist dann halt da. Der ist komplett weiß. Da kann ich auch keine Buttons anklicken oder so, aber irgendwie ist der halt als Overlay drüber. Wird nicht mit aufgenommen, nervt aber. Vor allem, weil ich dann die Frame-Anzeige nicht mehr sehen kann, wie viele Frames halt gerade laufen.
Und das ist halt doof. Deswegen spiele ich jetzt im Fenstermodus. Da funktioniert aber alles wunderbar. Ich habe auch meine Desktop-Auflösung ein bisschen runtergeschraubt. Deswegen stört das gar nicht mal so sehr. Und ja, das läuft jetzt alles. Und ich finde es gut. Es macht mir Spaß. Und ich hoffe, ihr könnt auch den Vorteil sehen, den wir jetzt davon haben. Auch wenn es nur in 720p verfügbar ist. Wobei, ich weiß es noch nicht. Also es gibt ja bestimmte Codecs, mit denen man ganz vernünftig auch Videos hochskalieren kann. Vielleicht mache ich das sogar. Ihr werdet es dann ja sehen, ob das nur in 720p oder auch in 1080p verfügbar ist. Also darüber hinaus, vergesst es. Also höhere Auflösung werde ich nicht zur Verfügung stellen. Mein Bildschirm kann auch nicht höhere Auflösung und da müsst ihr halt mit leben. Ich meine, ich mache das sowieso nur als Hobby und ich habe jetzt auch nicht so viel Geduld und Zeit, denn dadurch erhöht sich ja der Encodiervorgang auch nochmal gewaltig und es dauert auch viel länger, das hochzuladen. Das möchte ich mir da nicht antun, da müsst ihr mir nachsehen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand möchte. Also das ist auch mal so eine Frage. In welcher Auflösung schaut ihr eigentlich meine Videos an? Reicht euch da... Oh, Varane. Mit denen möchte ich mich eigentlich gerade nicht anlegen. Also zumindest nicht im reinen Nahkampf. Da mache ich noch einen kleinen Bogen drum, denn die sind ein bisschen stark. Also, naja, was heißt stark? Also, das ist nicht so wie bei den Sumpffeinden, dass die uns mit einem Schlag töten können. Oh, ne, jetzt laufen die da hinten. Nein. Aber wir machen keinen Schaden bei ihnen, außer wir haben einen kritischen Treffer. Was dann dafür sorgt, dass wir davor stehen und die ganze Zeit zuschlagen. Und wenn wir uns das mal angucken, wir haben eine ausgebildete Trefferchance von 5%. Das heißt, alle 20 Schläge im Durchschnitt machen wir dann mal ein bisschen Schaden. Und das ist halt irgendwie doof. Deswegen warten wir noch ab, bis wir eine bessere Waffe haben oder irgendwelche Zauber zur Verfügung. Apropos Zauber, wir haben ja auch ein paar Schriftrollen. Vielleicht können wir die mal ausprobieren. Wobei der eine Varan ist jetzt so alleine. Ich möchte nicht gegen die in der Gruppe kämpfen, aber... Wildnis-Varane. Haha. So. Dann versuchen wir mal, uns mit einem Einzelnen anzulegen. Dann sehen wir mal, ob das klappt. So. Ja, ihr seht, wir machen halt keinen Schaden mit einem Schlag. Und müssen... Hör auf, auszuweichen. Jawohl, das war ein kritischer Treffer. Okay, wunderbar. Den haben wir erlegt. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Oh, sogar vier Krallen. Ich weiß halt nicht, wie das aussieht, wenn wir gegen zwei gleichzeitig kämpfen. Das möchte ich eigentlich nicht riskieren. Aber vielleicht können wir einen so ein bisschen rauslocken. Moment, kann ich den... Man kann die so ein bisschen... Ich glaube, kiten nennt sich das, oder? Im Fachjargon. In MMOs. Ich kenne mich da nicht so richtig aus, was das anbelangt. Man kann die so ein bisschen provozieren. Dann kommen halt einzelne raus. Man muss es nur geschickt anstellen, damit nicht beide kommen. Ja, hast du mich gewittert? Genau, jetzt bedroht der mich. Der dahinter noch nicht. So, komm mal mit. Komm mal mit hier. Wir gehen mal ein bisschen spazieren. Wow. Direkt zwei kritische Treffer hinter. Was macht der denn da? Es ist ein Spider-Varan. Er will seinen gefallenen Kameraden rächen. Oh nein. Er wurde vielleicht von einer radioaktiven Spinne gebissen. Aber irgendwie ist er auch nicht stärker als die anderen. Na gut. Okay, Glück gehabt. Sehr schön. Dann haben wir die schon mal erledigt. Denn die sind mir hier ein bisschen auf dem Weg rumgekrebst. Das fand ich jetzt nicht so toll. Nee. Egal. Ja. Genau, meine Frage war, in welcher Auflösung guckt ihr überhaupt meine Videos? Also, wollt ihr unbedingt 1080p haben? Oder reichen euch 720p? Ich weiß von einigen, die haben halt auch nicht so einen starken Rechner und nicht so die starke Internetverbindung. Denen ist das dann vollkommen gleichgültig. Die gucken meine Videos, weil sie mich gerne mögen und brauchen nicht so eine hohe Auflösungszwangsweise. Aber ich finde, es ist halt immer was Schönes, wenn man dann noch das gewisse Etwas zur Verfügung stellen kann. Wobei mittlerweile sind 1080p ja auch nicht mehr das gewisse Etwas. Mittlerweile gibt es ja auch schon auf YouTube 4K und 60 Frames die Sekunde und hast du nicht gesehen. Aber das möchte ich nicht oder kann ich auch teilweise nicht zur Verfügung stellen. Also ich denke mal 60 Frames die Sekunde aufnehmen würde bei Gothic noch funktionieren, aber bei etwas anspruchsvolleren Titeln, die ich ja eventuell auch mal spielen möchte, die halt etwas neuer sind, wird das dann auch wieder nicht klappen und 4K aufnehmen kann ich sowieso nicht. Dafür ist mein Rechner eh nicht stark genug. Von daher muss euch das so reichen. Sollte euch das so reichen. So, was haben wir denn da? Da haben wir Scavenger. Lasst uns Scavenger jagen gehen.
Hallo, na? Oh, da hinten ist ein... Oh, seht ihr das da hinten? Seht ihr das da hinten? Das, was sich da hinten bewegt, wo die Wölfe gerade drauf zulaufen. Nein, die Wölfe sollen nicht dagegen kämpfen. Das ist meine Erfahrung. Okay, die Wölfe rennen weg. Das, meine Freunde, ist ein Schattenbiest. Um das sollten wir dringend einen Bogen machen, denn die Viecher sind sehr, sehr stark. Ich bin mir nicht sicher, ob die... Nee, die kämpfen nicht gegeneinander. Das Schattenbiest mag keiner angreifen. Wir werden mal weggehen. Nicht, dass wir durch die Blutfliegen irgendwie da in einen Kampf gezogen werden. Ich würde aber gerne die Scavenger noch looten. Wo habe ich denn die gerade erledigt? Hallo, Scavenger-Leichen. Wo seid ihr? Hä, wo sind denn die? Jetzt mal im Ernst. Hallo? Hallo? Moment. Moment mal. Da sind sie. Alles klar, ich bin ein bisschen abgewichen von hier. So, das nehmen wir natürlich gerne mit. Und von dem Wald halten wir uns fern, denn gegen das Schattenbiest möchte ich jetzt nicht antreten. Nein, ich möchte nicht sterben. Egal, warum flüstere ich? Ich weiß es nicht, weil ich das Schattenbiest nicht alarmieren möchte. Egal. Gehen wir einfach weiter. Ich denke mal, wir können unsere Reise dann im alten Lager beenden. Auf dem Weg dahin sind ja vielleicht auch noch die ein oder anderen Wildtiere. Ich glaube, ein paar Scavenger sind da noch und ein Varan. Gegen die kann ich mal kämpfen. Habe ich hier eigentlich alles an Bären und so mitgenommen, als ich mit dem Typen zum Sumpflager gekommen bin? Scheint der Fall zu sein. Alles klar. Dann gehen wir einfach weiter hier in die Richtung. Ist ja auch, naja, schönes Wetter. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Wenn man sich den Himmel mal anguckt. Ist ein bisschen bewölkt, aber immerhin regnet es nicht. Tja. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich vielleicht statt in den... Also eigentlich ist es vollkommen egal. Aber ich habe ja hier in die Buddlerhose investiert. Ne? Da, Buddlerhose. Ich habe aber festgestellt, dass ich eigentlich hätte in den Novizenrock investieren sollen. Denn der hat Schutz vor Waffen 15, genau wie die Buddlerhose. Allerdings auch Schutz vor Feuer 10. Ist eigentlich vollkommen irrelevant, da wir sowieso nicht gegen Gegner kämpfen, die mit Feuer angreifen. Aber... weil man halt das Beste immer haben will. Das ist halt so ein Phänomen von Rollenspielen, kennt ihr sich ja auch. Oder von Spielen allgemein. Man will immer das Beste haben, was man haben kann. Aber ist ja eigentlich auch vollkommen wurscht. Wir werden sowieso bald eine bessere Rüstung kriegen. Deswegen alles kein Problem. Alles sehr entspannt. Scavenger erledigt. Wunderbar. Ah, eine Sache will ich euch noch zeigen. Da bin ich nämlich das letzte Mal dran vorbeigelaufen, weil ich da gerade mit Mordrag ins neue Lager unterwegs war. Aber hier gibt es tatsächlich noch eine Kleinigkeit zu entdecken. Und die werden wir uns jetzt anschauen. Meine Güte, habe ich hier auch schon alles eingesammelt? Das ist ja dämlich, denn dann wird das ja noch nicht mal durchbrochen durch irgendwelches Aufsammeln. Die Monotonie des Reisens hier. Das da oben sieht ein bisschen aus wie der Turm von Saruman. Aus Herr der Ringe. Also wisst ihr da oben? Also ja, natürlich nicht ganz so. Der Turm von Saruman war wesentlich größer und hatte schon eine schöne große runde Mauer drumherum und so. Aber ich meine oben die Szene auf dem Dach, wo Gandalf gefangen gehalten war. Egal. Wie auch immer. Ja. Hier sind wir mit Mordrag entlang gelaufen. Dort hinten irgendwo liegt das neue Lager. Aber... wie man hier sehen kann, hier geht's hoch. Tja, und was haben wir hier oben? Wir werden es jetzt herausfinden. Hoffentlich. Ich hoffe, ich werde nicht in meinen Tod stürzen. Das werde ich einmal speichern. Ich kann die Löschentaste nicht gedrückt halten. Das ist ein bisschen... Oh, doch, es geht. Moment. Gedrückt halten, okay. Oh, wow. Die Geschwindigkeit, mit der gelöscht wird, ist ja echt großartig. So, geheim... Klippe... Fragezeichen? Oh, ich kann keine Fragezeichen machen. Schade. So. Okay. Auf jeden Fall ist es schneller, wenn ich einfach die Löschentaste hämmere. Dann kletter doch bitte mal hier hoch, mein namenloser... Nein! Oh, wir haben keinen Schaden genommen. Gut. Hallo. Klettere bitte. Dankeschön. Oh, nein. Du sollst da bitte hoch. Dankeschön. So, Moment, ich will ja beim nächsten Mal hier auch Baloros Waffe einmal
holen. Weil ultimative Waffe ist immer gut. Was will der überhaupt haben? Haben wir das alles schon? 5 Äpfel haben wir. 2 Flaschen Reisschnaps haben wir. 5 Flaschen Bier haben wir auch. 3 Laibe Brot sollten wir haben. Das Einzige, was halt kritisch ist, sind die 2 Käsestücke und die 2 Weintraubenreben. Ich glaube, den Käse haben wir, aber die Weintrauben nicht. Das muss ich mir nochmal angucken, wo wir die finden können. Haben wir keinen Käse? Doch, wir haben sogar 6 Käse. Okay, das reicht locker. Aber ansonsten... Wein? Können wir dem nicht Wein geben statt Weintrauben? Nö, wir haben keine Weintrauben. Dann muss ich mal schauen, wo wir die auftreiben können. Aber erstmal haben wir hier einen Gilbert. Was machst du denn hier? Hab nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Haha. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager. Hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Ich meine, wir können dich auch in eins der anderen Lager bringen, so ist es ja nicht. Aber wenn du lieber hier oben in deiner einsamen Höhle leben möchtest, dann möchte ich dich davon nicht abhalten. Wenigstens hast du einen schönen Ausblick hier auf die Burg. Musst nur aufpassen, dass Gomez nicht aus dem Fenster guckt und dich erspäht und dann Leute dahin schickt. Irgendwelche Schatten. Ich denke mal, gegen die bist du nicht gewachsen. Und du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich das hier ausraube, oder? Rechts. Ah, oh, rechts, links, links, rechts. So, was hast du denn schönes? 10 Erz? Noch mehr Käse. Warum habe ich eigentlich jemals Käse gekauft? Aber ich finde es schön, dass er nichts dagegen hat, dass wir ihn ausnehmen. So, falls du neues Essen haben willst, dann musst du halt doch mal ins alte Lager gehen. Naja, du wirst schon auf dich aufpassen können. Ja... Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Wir haben ein bisschen was gemacht, ich habe ein bisschen was erklärt und die Aufnahme hat hoffentlich jetzt eine bessere Qualität als die letzten Aufnahmen. Ich hoffe, euch gefällt das. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut.